Hallo, ich grüße euch zu einem neuen Video. Es ist Freitag und Freitag soll dieses Video auch online kommen. Das heißt, ich muss mich jetzt etwas sputen. Aber ich habe es endlich geschafft, mich mal wieder an den Schreibtisch zu setzen. Das Wetter war diese Woche einfach traumhaft schön, dass ich keine Lust hatte, ein Video zu drehen, verständlicherweise. Und die letzten Tage musste ich dann auch den ganzen Tag arbeiten. Das heißt, da hatte ich auch einfach keine Zeit und war fix und fertig, als ich zu Hause ankam. Und ja, aber wir sind guter Dinge, würde ich sagen. Es geht los. Und ich habe diese Sticky Notes diese Woche neu bekommen. Die hatte ich bei AliExpress bestellt und die sind jetzt nach einigen Wochen bei mir eingetrudelt. Und davon möchte ich auf jeden Fall welche benutzen, weil das so schöne frühlingshafte Farben sind. Und da ich hier an dem Freitag, das ist übrigens die letzte Woche, die dekoriere ich jetzt nach, da war ich an der Kiesgrube und habe mit einem Freund angegrillt. Und das möchte ich irgendwie auf jeden Fall ein bisschen hervorheben. Und in der Woche habe ich nur am Mittwoch gearbeitet und was ansonsten passiert ist, weiß ich gerade nicht mehr so genau. Ich muss gleich mal in meinem Gedächtnis kramen. Ich fange mal an mit dem Wochenende, weil ich da ziemlich genau weiß, was anstand. Deswegen würde ich sagen, lege ich damit los. Und dafür möchte ich diesen blauen Sticky Note benutzen. Muss mal schauen, wo ich den dann platziere. Auf jeden Fall soll da dieses Mädchen dazu. Das erste hier. Die sieht nämlich so schön sommerlich aus mit ihrer kurzen Hose und dem T-Shirt. Den Hut werde ich wegschneiden da oben, aber der Rest gefällt mir hier ganz gut. Ich glaube, das soll auch eine Sonnenbrille sein, die sie da in der Hand hat. Alles andere wäre irgendwie ein bisschen komisch. Ja, genau. Also, falls ihr euch wundert, dass meine Nägel so krass kurz und unlackiert sind, ich musste die eben einmal komplett abschneiden. Also ich hatte in den letzten Wochen ständig neue Farben drauf, was daran lag, dass ich mich immer mal wieder umlackieren musste, um neutrale Farben drauf zu haben. Und dann wollte ich aber wieder was Knalliges wegen dem Wetter. Und so war das irgendwie ein reines Hin und Her und die Nägel waren jetzt irgendwie doch etwas überstrapaziert und ich hasse es eigentlich, so krass kurze Fingernägel zu haben. Also für mich ist das super unangenehm. Aber ich saß da eben auf der Terrasse und habe Mittag gegessen und dachte, okay, du musst die jetzt einfach einmal komplett abschneiden, damit die sich wieder erholen können. Andere Alternative wäre gewesen, dass ich sie wieder überlackiert hätte. Halt mit irgendeinem, ja, etwas pflegenderen Nagellack oder mit was Schlichtem. Aber ich habe jetzt gesagt, ich lasse sie erstmal in Ruhe wieder sich ein bisschen berappeln, bevor ich da wieder was drauf klatsche. Deswegen sind die heute sehr, sehr kurz und ja, ohne Farbe. Ich glaube, ich werde die dann da so an die Ecke kleben. Und ich habe ja auch noch dieses Strandtape hier. Das habe ich eben schon mal wieder rausgekramt und angeguckt und festgestellt, dass es eigentlich eine miserable Druckqualität hat. Also es war ja voll gehypt eine Zeit lang. Und ich habe es dann auch endlich irgendwann besessen. Aber wenn man sich so die Bilder anguckt, das ist halt echt sowas von verpixelt. ja, naja, ne? Aber ich nehme es, glaube ich, trotzdem. Ich habe es ja schließlich. So, ich klebe jetzt einmal hier den Sticky Note fest. Ja, wie gesagt, an dem Tag war ich angrillen mit einem Freund. Ist ein bisschen schief, ne? Jetzt habe ich gar keine langen Fingernägel mehr, um hier vernünftig runterzufassen. Upsala. Kriege ich das jetzt hier
sieht ganz gut aus. Dann kommt das Mädel hier so an die Ecke. So. Und hiervon wollte ich. Oh Mist. Ah. Oh, na klasse. Wollte ich eigentlich nur ein kleines Stückchen benutzen. Aber ich wollte es gerade gerissen haben. So. Ich wurde letztens von einem Freund gefragt, was es bringt, wenn man Klebeband wieder ablösen kann. Dann musste ich ihm erstmal erklären, dass man sich halt ab und zu mal umentscheidet beim Dekorieren. Das konnte er irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Also ja, das war ihm irgendwie nicht erklärlich, warum man sich da auch nochmal umentscheidet. Aber ich glaube, ihr versteht das ganz gut, weil es irgendwie dann doch allen ähnlich geht. So, dann schreibe ich jetzt oder schreibe ich später? Später. Das hier war dieses Wochenende, wo ich am Freitagabend noch zu einem Aufbau musste. Am Samstag war ein Auftritt und am Sonntag mussten wir wieder abbauen. Allerdings hatte ich am Sonntag so einen dollen Rückenschmerzen, dass ich davon dann quasi verschont geblieben bin und ja, dann nicht mit anpacken konnte. Allerdings möchte ich mir das irgendwie markieren, dass wir da einen Auftritt hatten. Und ich habe ja hier diese Tanztapes, allerdings habe ich das schon so oft in Schwarz-Weiß benutzt. Ich habe aber auch dieses hier, dieses Yoga, Pilates, Gymnastik-Tape. In Aquarell. Und vielleicht nehme ich das einfach. Auch wenn es nicht ganz Sinn macht. Aber was soll's? Wer sagt denn, dass alles Sinn machen muss? So, jetzt könnte ich noch so ein Sticky Note nehmen. Ja, das finde ich ganz gut. Brauche ich aber nur den halben. So. Der kommt dann dahin. Jetzt oder nehme ich es nicht? Ich brauche irgendwie noch mal ein bisschen Tanzvariation, Tanztape-Variation. Das ist mir gerade irgendwie zu pink. Ich kriege das Tape gar nicht mehr von der Rolle mit so kurzen Fingernägeln. Ich glaube, ich nehme doch wieder das Schwarze. Klebe das vielleicht so hin. Na, irgendwie bin ich noch nicht so überzeugt.
Wie kann man denn stundenlang brauchen, um einzelne Washi aufzukleben? So lasse ich das jetzt. So, das ist der Auftritt. Strand. Hier war der Aufbau. Das könnte ich mir... Habe ich das gerade hingeklebt? Hier. Ist das zu viel des Guten? Irgendwie schon, ne? Ich klebe mir den mal auf die linke Seite, da kann ich dann was anderes eintragen. Das hier habe ich auch noch, aber irgendwie passt das so gar nicht. Dann nehme ich einmal das Arbeitsding hier weg. Es wird irgendwie ein bisschen geometrisch heute. Und so ganz weiß ich auch noch nicht, wo das hinführen soll. Ich komme gerade irgendwie nicht klar. So, ich weiß noch nicht so richtig, wo das hinführen soll, aber ich klebe jetzt mal dieses Ding hier Richtung Arbeitstermin. So. Okay. Schön, dass das hier überhaupt nicht klebt. Vielleicht lasse ich das jetzt einfach auch so. Ja, ne. Warum nicht? Okay, so, das ist das. Dann muss ich gerade mal überlegen, was letzte Woche noch so anstand. Da hatte ich auf jeden Fall mir neue Übungen ausgedacht fürs Tanzen. Dann mache ich hier einfach mal zwei Ballerinas dazu. Dann macht es auch irgendwie wieder Sinn. Okay, ich notiere mir, glaube ich, erstmal so ein paar Sachen und dann schaue ich mir das gleich nochmal an. So, okay, die Schrift ist sehr dezent mal wieder. Also letztens in der Wochendeko war es ja auch schon ähnlich. Da hat man sie ein bisschen besser gesehen, weil ich so ein dunkleres Rosa als Hintergrund hatte. Ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, dass man es nur so erahnen kann. Zum Beispiel hier ist es halt wirklich schlecht zu lesen. Aber das finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich überlege jetzt, ob ich dieses hier nochmal verwende.
einfach damit er nochmal auftaucht. Ja, das mache ich, glaube ich. So, 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 so. So, da schreibe ich jetzt einfach Pilates rein, weil dienstags Pilates ist. So, was ich heute so gut wie gar nicht verwendet habe, ist Washi-Tape, aber ich habe einfach nichts gefunden, was irgendwie das Ganze so farblich bündeln würde und deswegen lasse ich das jetzt einfach so, glaube ich. Ja. Ja, so sieht die Deko jetzt im Planer aus. Für mich sehr ungewöhnlich, weil ich sonst immer sehr, sehr viel und gerne Washi-Tape benutze. Aber die Sticky Notes sind einfach schon an sich sehr schön und nehmen ja auch relativ viel Platz weg. Deswegen werde ich es jetzt erstmal so lassen. Dann werde ich nochmal im Laufe der Zeit hier eintragen, was ich sonst noch so gemacht habe. Was jetzt keine großen Events waren, sondern einfach so Kleinigkeiten, die ich noch erledigt habe und so weiter. Und ja, ich werde jetzt ganz schnell das Video beenden, in die Sonne flitzen, mit Laptop auf dem Schoß und das Video für euch bearbeiten. Und ich wünsche euch eine wunderschöne, sonnige Woche. Tschüss!